Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heutiges Thema intuitives Malen gegen Melancholie. Und ich habe da so meine eigene Interpretation. Also ich persönlich werde so ein bisschen traurig, melancholisch, wenn ich den Kontakt zu mir selbst verloren habe oder verliere oder dabei bin, ihn zu verlieren, ne? Dann werde ich irgendwie traurig, leicht depressiv und dann wird es Zeit, so schnell wie möglich an den Tisch malen. Und das heutige Bild ist in Aquarell, es ist ein expressiver Kopf, intuitiv, in Aquarell auf Papier. Und wie gesagt, es ist ein leises Thema. Also wir leben ja auch in einer Gesellschaft, in der man nicht traurig sein darf. Ja? Also früher war ich eher oder habe mich das mehr beschäftigt oder mehr beschäftigt, wie das Umfeld auf meine Traurigkeit reagierte. Ja, man hat nicht traurig zu sein. Und ich finde, also ich persönlich finde, dass Melancholie, Traurigkeit sehr wohl ihre Berechtigung haben, ja. Und ich habe dann auch irgendwann mal darum gekämpft, dass ich auch traurig sein darf, ja. Also wenn es jetzt nicht in eine schwere Depression ausartet oder wenn jetzt Traurigkeit, Melancholie, sorry, ich bin ein bisschen erkältet, glaube ich. Wenn sie lähmt, dann ist klar, dann muss ich einen Arzt aufsuchen. Aber bis dahin ist ja oft noch eine lange Zeit hin, ne? Und die Traurigkeit möchte auch angeguckt werden. Die Traurigkeit, die Melancholie hat auch so den Anspruch, hey, guck mich doch mal an. Frag mich doch mal, was ich zu sagen habe, ja. Hör mir zu, hab mich lieb. Warum haben wir nur Gefühle gern, die schön sind, wie Glück, Zufriedenheit, ne? Und sobald es dann in Melancholie umschlägt, in Wut, in die Schatten, die mögen wir nicht. Die tun uns weh, die packen wir weg, die wollen wir nicht. Ja, und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich Gefühle wegpacke, wenn ich so tue, als ob ich sie nicht hätte, die kommen verstärkt zurück. Ja, ich habe dann Situationen, ich erlebe dann Situationen, wo genau diese Gefühle, die ich die ganze Zeit versuche wegzudrücken, die kommen dann total mit Karacho wieder hoch. Und so ist es auch mit der Traurigkeit. Ne? Also in diesem Bild verarbeite ich meine Traurigkeit. Ich bin an diesem Abend, es war ein Abend, war ich sehr traurig. Und ich wusste auch nicht, wieso. Es gab keinen offensichtlichen Grund. Also nicht offensichtlich, ich bin dann doch ein bisschen in die Tiefe und konnte dann eher spüren, Mensch, irgendwie hast du den Kontakt zu dir verloren, ne? Und nach Beendigung dieses Bildes war es eigentlich wieder okay, weil die Traurigkeit wurde angesehen, ja, sie bekam ihren Platz an diesem Tag, sogar einen richtig wichtigen, guten Platz am Abend, an meinem Maltisch. Und somit war es okay für uns beide. Ja, und Aquarellfarben eignen sich sehr gut, um in die Tiefe zu gelangen, jetzt bin ich kurz aus dem Konzept gekommen. sorry.
Das war zuerst ein anderer Text. Das ist natürlich gemeint, wenn du das Gefühl hast oder dir nicht sicher bist, ob du jetzt nur traurig bist oder depressiv, dann natürlich unbedingt einen Arzt aufsuchen. Aber jetzt nochmal zurück zum Aquarell. Aquarelltechnik eignet sich sehr, sehr gut, um in die Tiefe zu gelangen. Ja, lass es fließen. Es ist so ein sensibles, so ein angenehmes Medium. Ich kann es auch nicht wirklich kontrollieren, was gut ist, ja. Es hat seinen eigenen Kopf manchmal. Ich kann damit mit dieser Technik oder mit dieser Methode sehr gut intuitive Köpfe malen, spielerisch malen. Das sind jetzt übrigens Acrylfarben, mit denen ich zum Schluss dann nochmal so Akzente setze, so Highlights, Lichtpunkte. Ja, und durch die intuitive Malerei verschaffe ich mir einen wundervollen Zugang oder eine Verbindung zu mir selbst und habe ich eine gute Verbindung zu mir, habe ich natürlich auch diese Verbindung zur Spiritualität. Eins bedingt das andere oder eines bedingt das andere. Ich kann nicht im Äußeren sagen, ich bin spirituell, und habe aber überhaupt keinen Zugang zu mir, zu meinen Gefühlen. Ne? Das haut auch nicht hin. Nicht wirklich. Ja, probier es einfach mal aus. Versuch deine Gefühle intuitiv zu malen. Bei mir war es jetzt Traurigkeit. Das ist natürlich mit jedem anderen Gefühl auch möglich. Und ja, berichte mir gerne mal, wie es dir damit ergangen ist. Es würde mich echt interessieren. Schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail, wie du magst. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß, Glück, Zufriedenheit und einen guten Zugang zu deinen Gefühlen. Bis bald und tschüss.